Aber ich meine, ich habe immer noch Metroid Dread hier ungespielt liegen. Das ist auch nicht gut. Das Game ist auch von November? Ich glaube November. Ja, ist jetzt ein halbes Jahr. Ist noch nicht so tragisch. Noch mehr Combat. Ist ja fast schon ein bisschen affig, das Level hier. Wirklich, ich habe den Hasen verpasst. Nee. Gleich mal drüber gucken, was alles im Backlog ist. Ich glaube, da sind halt viele kleine Steam-Games drin. Also wirklich absurd viele kleine Steam-Games. Musst du jetzt alles nach mir schmeißen? Oh komm und gib mir ein Opening. Das ist kein Opening, das ist einfach nur Arschloch sein. Wirklich? Oh, okay. Ja, das ist ja das Ding. Du hast dann teilweise, weiß ich nicht, du hast ja gefühlt 20 Games liegen und kommst einfach nach Hause und alles, was du willst, ist literally einfach nur zurücklehnen und existieren. Und nicht irgendwie zocken. Ich kenne das nur zu gut. Okay, was wollt ihr hier mit dem Bumerang von mir? Oh, ich weiß, was er von mir will. Octopath Traveler habe ich Gott sei Dank durch. Was ein Game, Alter. Das Ding ist... Ich mochte das Game total. Ich habe alleine in die Demo, glaube ich, 6 Stunden investiert. Aber holy shit, das Game wird gegen Ende hin so grindy. Was echt schade ist, weil das Game echt gut ist. Oh Gott, jetzt muss ich warten. Jetzt. Oh ja, Octopath Traveler ist super fun. Ja, Octopath Traveler, nimm dir Zeit für. Ich glaube, auf meinen Spielstand ist, glaube ich, Secret Endboss, ich glaube fast 80 Stunden. Also ja. Oh Gott, Bomben mit 2 Sternen. Oh boy, let's see. Ich bin einfach kein Fan von dem Tactics Gameplay. Ich bin da nie wirklich reingekommen. Also halt auch Final Fantasy Tactics irgendwie auf dem GBA oder so ist so, war so gar nicht meins.
Aber auch nie wirklich die Zeit für gehabt, mich damit auseinanderzusetzen. Ah, come on. Wirklich? Okay. Wow, 45. Die Bestzeiten sind crazy. Am Anfang dachte ich ja noch, oh ja, die gehen noch, aber holy shit, ey. Die werden halt echt nicht ohne. Okay. Das Rohrding. Ich meine, was soll ich denn als Rohr machen? Ich kann quasi nur rollen und springen. Ja, eben. Mehr kann ich ja nicht. Okay, das ist natürlich tricky. Aber wenn du einmal am Anfang den falschen Rhythmus hast, ist direkt vorbei. Oh, er hat den Input gefressen, weil ich... Ach, come on. Oh, okay, das ist... Du musst halt schon ein bisschen kommen, wissen, was vorher kommt, sonst bist du ziemlich gearscht. Ja, das ist halt auch so ein Problem, besonders bei so längeren Games, wenn du einfach ein Weilchen raus bist und dich dann erst wieder ein Game einfinden musst, das ist auch mal doof. Selbe Problem wie eben. Dude, ich drück springen. Ich drück springen. Ich weiß nicht, warum der da nicht springt. Okay, jetzt kommt wieder der Spaß. Dude, warum ist das so schwer? Es ist gerade immer dieselbe Stelle, an der ich verkacke und ich weiß nicht warum. Das ist strange. Es ist irgendwas Generelles, wie der Kram funktioniert. Wieder selbe Problem. Was? Kannst du jumpen, nachdem du den Gegner gehittet hast? Ist das der Trick dabei? Weil ich schwöre, wenn ich den erst platt roll und dann springe, funktioniert es einfach nicht. Motherfucker.
Du musst den Jump vorher buffern, so ein bisschen. Oh, das ist tricky. Gott, ich... Warum sind Bestätigen und Dings auf verschiedenen Tasten? Nintendo und ihr dämlicher Scheiß. Mit ihrem kacken, dämlichen, japanischen Layout. Okay. I mean, I take it. So. Warum ist dieses Stage so fucking impossible? Das gibt's doch nicht. Ich meine, so schwer ist die doch nicht, oder? Eine Idee. Maybe liegt's daran. Ich schwöre, ich drücke den Button und es passiert nichts. Dude, ich hämmer den Button. Ich bin literally den Button am Spammen wie so ein kleines Scheißkind. Und es passiert einfach gar nichts. Oh wait, kannst du den Speed beeinflussen? I don't get it. Ich verstehe es nicht. Kannst du maybe den Speed? Ja, aber er sagt dir doch, du kannst nur springen, hä? Nee, nur springen. Okay, du musst ganz early auf der Plattform landen. Ich glaube, ich weiß, was hier passiert. Ja, okay, cool. Oh boy, I hate this. Also, was hier passiert ist folgendes. Ich kann, wenn ich lande, nicht direkt wieder springen. Ich muss ein paar Frames warten. Und das ist das, was mich hier killt. Was? Ich wollte gerade sagen, ich drücke den Button und es passiert nicht. Ich denke mir so, kann doch nicht sein. Ja, weil da einfach Cooldown drin ist. So, let's see. Das, das, das. Ja. Ich hämmer den Button und es passiert nichts. Der Lag von dem Gegner, dass ich den kill, hilft halt auch nicht.
Holy moly. Ja, wenn du den perfekten Takt hast, kannst du es blind machen. Definitiv. Aber den hatte ich gerade definitiv nicht. Achso, das war auch... Okay, das war an 3 Sterne. Ich wollte schon sagen. Also da sehe ich definitiv ein paar Kinder weinen, weil die das nicht hingekriegt haben. Ups. Was haben wir hier? So far so good. Den habe ich durch die Wand getroffen. mein Brain. I need help. What? Oh Gott, come on. Danke. Uiuiuiuiuiuiui. Okay. Was ist das hier in der Mitte? Feuer, schon. Natürlich müsste ich mehr Bomben hinwerfen, weil es so lustig ist, ja. Gut zu wissen, dass man doppeldingsen kann. Und dass du das zweimal in der Luft hinkriegst. Die Times sind halt crazy. Nee, ich mach grad nur Challenge Level. Ich habe die Welt quasi fertig gemacht und ich habe die Challenge Level jetzt einfach nur nachgespielt, weil ich die vorher alle ignoriert habe. Und da bin ich fertig. Ich müsste jetzt eigentlich hier so ein normales Level machen. Aber ich konnte halt gerade eine Waffe nicht upgraden und deshalb. Und du kriegst die Upgrade-Mats für die Waffen aus den Challenge Leveln. Okay, ich bin gespannt, wie jetzt Bleistiftbohrer aussieht. Was auch immer das ist. Boah, ich brauch mal was zu trinken. Was? Oh, okay. Das sieht so weird aus. Was zum Geier ist das?
Laser? Nee. Das ist einfach nur ein Bleistift anstatt einem Bohrer. Ich meine, es ist super cute. Es ist ein Bleistift in dem Spitzer. Ich vermute mal einfach, dass ich mich jetzt auch in andere Materialien reinbohren kann. Das ist so meine Vermutung. Ja, das hier fehlt mir. Aber das weiß ich, wo das ist. Das hat mir der Typ schon gesagt. Ja, keine Ahnung, wo Schlafnase ist hier. Und keine Ahnung, wo Eis ist. Aber ja, es ist literally ein Bleistift. Wo war das, hast du gesagt? Irgendwie erinnere mich die Kirby-Schaufensterbutton an Jack Frost. Nicht wirklich. Invasion im Horrorhaus. Am Ende eines Lochs in der Wand. Okay. Okay, ja, ja, ja. Horrorhaus also, okay. Horrorhaus, das hier war das Horrorhaus. Wow, du kannst dich nicht mal drunter durchbohren. Du kriegst immer nur Infos von Kram, den du auch wirklich verpasst hast. Ich vermute mal, ich habe einfach noch nicht so viel verpasst. Von daher, ich weiß nicht, ob ich nur eine Info kriegen kann. Ich kann es dir sagen, wenn ich hier durch bin. Am Ende von einem Loch in der Wand. Das war nicht der Plan. Weep. Au. Wirklich? Natürlich snipe ich den auf 2000 Kilometern. Ich meine, den habe ich schon. Der respawnt natürlich auch nicht. Goddammit. Ja, das Game ist definitiv, hier hat sich jemand hingesetzt und hatte Bock, weißt du? Und das merkst du einfach. Hier hinten ist nichts. Ich weiß, ein Ding ist, dass ich hier mich nicht catchen lassen darf. Am Ende von einem Loch in der Wand. Das könnte halt definitiv hier sein. Yep. Wirklich. Ich meine, das hier ist definitiv neu, aber ich meine, Kirby und neu ist halt so ein Ding, ne? Für Kirby-Verhältnisse ist das halt neu. Weil wir halt noch nie einen 3D-Kirby hatten. Ja, von denen darf ich mich nicht treffen lassen.
What? Motherfucker, ja. Ich darf mich halt nicht von dem da treffen lassen. So. Ja, Psychonauts 2 soll auch super gut sein. Das Ding ist, ich bin, weiß ich nicht, ich habe mich nie mit Psychonauts auseinandergesetzt. Das war irgendwie einfach nicht meins. Nicht hier. Gibt's echt keine Disc-Version von Psychonauts 2? Gefühlt gibt's doch von allem Physical Release. Stimmt, jedes Kirby-Game hat meistens ein Gimmick. Siehe Epic Yarn, siehe, keine Ahnung, das Bleistift-Dingskirchen-Game. Ein Loch in der Wand. Ist immer ein Loch, wo du reinspringen kannst? Nur Download-Codes. Ha. That sucks. Ich meine, hier sind halt überall Löcher in der Wand. Also was heißt Löcher? Hier sind überall Kreise in der Wand. Come on, ich habe mich nach links gedreht. Am Ende bei einem Loch in der Wand. Hier ist es, okay. So. Oh, ich weiß, dass ich hier einen Waddle, die auf der linken Seite verpasst habe, ich erinnere mich. Echt Parts von Luigi's Mansion in dem Soundtrack drin? Oder wahrscheinlich eins, weil ich erinnere mich nicht dran und ich habe nur, welches habe ich gespielt? Das Dreier, ne? Das auf der Switch. Ich glaube, das war das Dreier. Ja, auch cooles Game.
Das war 3, okay. Mir fällt an sich auch, wie ich eigentlich ziemlich viele Switch-Dinger gespielt habe. Holy shit, ey. Aber ich habe nicht alle Switch-Exclusives gespielt, die meisten. Nice. Level komplett. Jetzt zum Ende hin habe ich nicht wenig geflucht in dem Game, das ist wahr, weil das Ende ziemlich random war. Weil, weiß ich nicht, da war teilweise Kram, die musste sie dir aus den Finger saugen. Sonst wärst du da nicht drauf gekommen. Dieser schnöselige Hund gilt als erstklassiger Meisterschütze, der auf flinken Fuß die neue Welt durchstreift. Seine Augen werden zwar durch einen Hut verdeckt, doch das scheint seine Treffsicherheit nicht zu beeinträchtigen. Außer besitzt er auch eine exzellente Nase, mit der er seine Beute aufspüren kann. Cool. Gefangene Waddledees. Wie gemein, diese drei Waddledees wurden vom Bestienrudel in einen Käfig gezwängt. Naja, immerhin ist es ein Goldener. Zu dritt können sie sich die Sperlinge womöglich austricksen und entkommen. Doch beim Ausbruch scheint ihnen die Kraft zu fehlen. Gibt es denn niemanden, der sie retten kann? Ja, da ist halt was dran. Da ist halt echt was dran. Dass, viele Nintendo In-House Productions halt pretty good sind.